So, ich habe beim letzten Mal versprochen, dass wir etwas in die romantische Biegung gehen mit der diesmaligen Episode. Alle gehen hier ins Bett, was soll das denn? Und zwar alleine? Ah! Geht ja gar nicht. Um überhaupt ein romantisches Milieu zu erzeugen. Wer putzt da eigentlich die ganze Zeit? Ist das Thorsten? Wie kommt das denn? Ist er nicht faul? Aber er putzt. Okay. So, damit der Job nicht, der einzelnen Person nicht, dazwischen kommt, werde ich einfach mal ein wenig die Karriere aller, Anwesenden. Mr. Nagi hat gerade mal kurz in seine Standard, Figuren-Model-Pose umgewechselt, wo die Arme zur Seite ausgestreckt waren. Okay. Es gab wohl gerade einen Patch für Sims 4. Anscheinend haben sie da mal reingepatcht, dass die Animationen noch schlechter funktionieren. Sehr gut. Haha. ich pausiere das mal kurz. Damit der Job der Sims jetzt nicht der Romantik im Weg stehen wird, werde ich, wie gesagt, die Karriere ein wenig pausieren. Genauso wie ich dieses Spiel pausiert habe. Und ich greife, damit die Sims nicht verhungern in der Zeit, falls mal doch einer mal zu spät zur Arbeit kommen sollte, benutze ich diese kleine Konsole hier. Ich habe noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich tatsächlich die Sachen eingebe, die ich gleich eingeben werde. Aber eine Sache, die ich hier eingebe, die kennt ihr vielleicht. Also, jeder Sims-Spieler hat wahrscheinlich schon einmal den Rosebud-Cheat benutzt, der 1000 Simoleons drauflegt. Sehr schön. Das kann man übrigens auch abwechselnd. Es gibt inzwischen, ich weiß nicht, ob sie es mit dieser Episode erst eingeführt haben. Katsching! Ebenfalls 1000. Es gibt auch noch Motherload. Der gibt 50.000, den will ich jetzt aber gar nicht benutzen. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Ich will mir nicht meinen ganzen Spielstand ruinieren, sondern bloß ein paar nette Sachen kaufen. So, machen wir noch mal ein bisschen Rosebud, Rosebud, Rosebud. Außerdem Rosebud, 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 Rosebud. Rosebud. So, 10.000 sollten erstmal reichen. So, jetzt gehen wir mal shoppen. Neue Betten wären eigentlich ganz cool. Da hat er sich noch nicht reingelegt. Es klebt. Oh Moment, ich muss noch die Konsole schließen. Zack. So, die brauchen wir erstmal nicht mehr. Tastatur zur Seite, dann kann ich auch ein bisschen bequem sitzen. Ach, das ist ja schön. Dann kriege ich ja keinen Rücken heute. Gut. Erstmal mit dem Hammer aufs Bett drauf. Zack. Und da zieht sich der Nagi prompt um. Okay. So, was haben wir hier? So, Wohnung, Wohnräume. Ich will nur die Einrichtung. Gestaltete Zimmer? Nein. Wände und leere Zimmer? Nein. Gespeicherte Zimmer? Auch nicht. Wo war das denn? Hier, das sieht ganz gut aus. So, erstmal ein paar schöne Doppelbetten. Moment, das war schon ein schönes Doppelbett. Egal. Prinzessin Cordelias Galeonenbett. Das ist vielleicht ein bisschen teuer. Ja, das war schon ein gutes Bett, ne? Okay. Energie 6, Stress gemildert 4, Unbehagen gemildert 4. Kann ich das rückgängig machen? Ja. Haha! Gut. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir den übrigen Räumen hier auch noch ein paar Sachen bescheren. Weg mit dem Bett. Weg mit dem Bett. Da steht er auch sofort auf. Der Rian. Steht sofort auf. Raus mit dir denn. Raus. Ihr bekommt alle neue Betten. Ist das nicht fein? Dafür wacht man doch gerne auf. Das ist genauso wie nachts einfach mal wie. Offensichtlich werde ich auch die Räume vergrößern müssen. Ha. Na, machen wir das doch mal. So, Das habe ich schon lange nicht mehr gebaut. Kann man hier irgendwie die Wände ein? Ja, das geht. Gut. Die Frage ist, ob ich das wirklich so machen will. Ich glaube nämlich nicht.
Theoretisch könnte ich eventuell, jawohl, ich kann diesen Raum verlängern. Nur bis dahin, aber das ist okay. So, kann ich diesen Raum auch verlängern? Hervorragend. So, ist doch schön, ihr bekommt alle größere Räume. Oh mein Gott. Was für ein Luxus! Können wir diese krumme Ecke hier auch mal ein bisschen nach hinten ziehen. Das sah ja bisher auch so schrecklich aus eigentlich. Man gucke sich das doch mal an. Oh mein Gott, das ist ja widerlich. Wer hat das nur gebaut? Zack. Gut. Ah, schon wesentlich schöner. Jetzt machen wir doch mal die Pipette hier dran. Hartholz, glorreiche Maserung. Jetzt einfach mal, komme ich in die Shift-Taste? Jawohl, so. Warum ist das jetzt nicht quer, sondern längs? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Kann man das irgendwie so machen? Nee. Ha. Interessant. Warum kann ich das nicht drehen? Ich will den Boden drehen. Jetzt ist das alles schief. Gut, machen wir es so. Passen wir den auch an. Dann, ja, so ist in Ordnung. Gut. Jeder bekommt die gute Maserung. Ich sagte, jeder bekommt die gute Maserung. Zack, zack, zack. Nein, die Tastatur. Ah. Oh, okay. Alles gut, nichts ist passiert. Die gute Maserung. So, jetzt können wir nämlich in dieses Zimmer hier auch ein bisschen in die Richtung hier ziehen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das was bringt. Oh, und hier, ach man, hier. Leute. Zack. Mehr Platz in alle Richtungen. So. Der in die. Dann hat der hier keine Tür mehr. Das ist schlecht. Der arme Harris, der muss doch auch noch raus. So. Den Raum, das mit den Umgestalten hier finde ich super. Das ist... So, einfach mehr Platz. Jetzt habe ich auch das Bad zugedichtet. Das ist ja super. Kann ich irgendwie, wenn ich die Wände hier hochziehe, wie ziehe ich die, wo ziehe ich die da? Wände hochziehen. Da ist die Tür. Die tun wir jetzt mal, keine Ahnung. So, das ist jetzt dieses eine wunderschöne Zimmer, das jeder haben will, durch das man nämlich durch muss, damit Leute pieseln gehen können. Herrlich. Das wünscht man seinen schlimmsten Feinden nicht. Gut. Jetzt kann nämlich das Waschbecken hierhin. Die Dusche hierhin. Kann das Ding noch ein bisschen kleiner gezogen werden und dann kann ich die Tür wieder abreißen. Und dahin theoretisch packen, was? Ach so, das ist der Spiegel. Ah. Jetzt aber. Zack. Wie liebenswürdig. So, jetzt haben wir doch fast schon genug Platz. Fast. Theoretisch müsste ich das ganze Gebäude noch ein bisschen mehr nach rechts ziehen. Zack. Machen wir gleich mal zwei draus. Der kommt auch ein Stück dahin. So. Jetzt müssen wir den hier nämlich ein bisschen kleiner ziehen. Wusch. Den hier auch. Ah, die Ecke bleibt auch da oben. Das ist ja ganz cool. Wo? Moment. Wo ist die ganze Einrichtung hin?
Die kann doch nicht, das kann doch nicht alles verschwinden. Was ist das denn hier? Muss ich das jetzt alles separat darüber... Da habe ich mich so gefreut, dass es alles gut selbstständig funktioniert. Und dann funktioniert das nicht alles gut selbstständig. Was ist denn das? Als per Hand rüberziehen, das geht ja auch. Danke, Sims 4. Gut. Können wir jetzt. Ich hätte gerne die ganze Wand. Ach, der macht das alles einzeln. Okay. So. Die beiden. Den ziehen wir auch noch. Ne? Den ziehen wir auch noch mal länger. Nicht das Bett verkaufen. Was soll denn das? Ah, nur weil der Sim da steht. So. Okay. Die Fenster bleiben an Ort und Stelle. Und ich verdecke... das Ding. Da kommt jetzt das Fenster mal einfach dahin. So. Das sieht alles genauso aus, wie es soll. Ich habe das Gefühl, hier war mal ein Läufer. Der ist jetzt weg. Diese scheiß Uhr braucht keiner. Zack. Gut. Anscheinend sind auch einige Lampen in andere Räume gewandert. So. Beleuchtung. Wo ist die Deckenbeleuchtung? Da. Deckenlampe. Deckenlampe für Kinder. Nein, welche war denn das? Hängeland Jet? Nein. Das ist auch nicht. Oh, den nehmen wir auch. So, zack. Cute. Betten. So, okay, erstmal Mr. Nagi. Den muss ich mal ganz kurz hierhin befehligen, damit er nicht im Weg steht. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie viel die Platz brauchen, um da einzusteigen. So, bleiben wir mal bei dem hier. Und wo ist überhaupt der Läufer hin? Deko. Teppiche. Halbherziger Fußabtreter. Der kommt doch gleich an den Eingang. Da. Sehr schön. Wundervoll. Dann nehmen wir doch hier mal einen super Öko-Sisal-Teppich. Der passt überhaupt nicht da rein. Egal. So. Kommen wir weiter zu den anderen Betten. Wir sind noch nicht mal ansatzweise fertig. Wo waren wir? Enthält neue Objekte. Das ist mir vollkommen egal. Doppelbetten. Kann nicht genug Doppelbetten haben an diese Uhr. Weg mit der Uhr. Ich dachte ja, das wären die Wecker gewesen. Das war meine Hoffnung zumindest. So, das Ding kommt auch weg. So jetzt habe ich nur... Ach, genau. Moment! Warum? Wo ist mein Herd? Ist das euer Ernst? Ist der jetzt weg? Naja, wofür hat man Rosebud? Ihr seid doch alle Kacke, seid ihr doch. Egal, eins nach dem anderen. Das mit dem Raum verstellen hat ja überhaupt nicht so geklappt, wie ich wollte. Hey.
vielleicht sollte ich den einfach noch mal reinziehen. So, okay. Du bekommst auch noch eine Deckenleuchte. Nee, Moment, da ist ja schon einer. Okay. Dann sind hier jetzt halt zwei drin. Oder ich tue eine einfach hier rein. Und ich brauche noch eine. Die Deckenlampe. Beste Lampe. Welche hatte ich da oben? Das sind, glaube ich, alles hier Deckenlampen für Kinder, oder? Naja, gut. Aber hier die Prestige-Lampe. Sehr schön. Gut, dann kommen wir nochmal zu den Betten zurück. Jawollo. Rian, ich muss dich leider auffordern, einmal kurz den Raum zu verlassen. Torka. Hau rein! Danke. Warum ist Harris jetzt gezwitscht? Egal. So. Jeder hat ein neues Bett. Und die Wohnung ist wesentlich größer. Who fucking Ray? Nur die Küche ist jetzt kaputt. Wozu sind die Dunstabzugshauben da? Haben die einen Grund? Na, egal. Oh, ich kann mir den ganzen Kram nicht leisten. Tja, so ist das nun mal, wenn man aus Versehen sein Herd verkauft. Rosebud. Gut. Nochmal 10.000. Ich habe übrigens schon herausgefunden, beziehungsweise ich zeige euch das gleich einfach, weil mich das auch ziemlich enttäuscht hat. So, London Standard erstmal. Ein gutes Ding. So, hier den Müll, keine Ahnung. Tue ich hier vor die Tür, wohin gehört. Herr Strobel, bitte platzieren Sie sich an dieser Stelle. Danke. Jetzt nehme ich meine... Ach, da oben ist das Ding immer noch. Zack. Pipette. Da. Noch so ein Ding. Sehe ich gerne, wie man das für die Ecke macht. Perfekt. Nee, das ist scheiße. So. Belassen wir es dabei. Gut, kommen wir nun. Gehen wir nun auf die Suche nach sowas wie zum Beispiel einem Whirlpool. Ich glaube, ich werde keinen finden. Ich habe schon nach Pool gesucht. Das war ein bisschen, ja, ging wohl nicht. Törtchenfabrik? Ha. Nein. Alle Anzeigen brauchen wir auch nicht. Okay, bei Apparaten ist nichts dabei, was ich irgendwie für Romantik gebrauchen könnte. Ich brauche was, wo sich Sims drin unterhalten. Und wo sie dann noch, Spaß miteinander haben können. Nicht vom Computer. Ja, der Vermieterflüsterer. Das könnte schon was sein.
Ja, so eine Stereoanlage gehört in die Küche. Natürlich. So haben wir sowas schon mal. Gut. Der blöde Rauchmelder. So, hier das Brandvorbeugesystem. Ist doch, wo kommt das denn hin? Sicherheit kommt an erster Stelle. Verwende diesen Schaltkasten zur Steuerung des Sprinklersystems deines Gebäudes im Fall eines Feuers oder eines anderen Industrieunfalls. Was ist ein anderer Industrieunfall? Keine Ahnung. Hier kommt das Ding hin. Oder hier, oder wie, oder was, oder da? Gut. Ich wurde aufgehalten. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. So. Spielmatte Bewegungsbewacher. Spaß 10. Cool. Kommt hier nach draußen. Nein, wo soll das denn hin? Ich habe doch gar keinen Platz. Hm. Muss ich halt auch mal die Wohnung, das Wohnzimmer erweitern. Und natürlich wandert nur die Hälfte mit. Ah! Natürlich. Ist das jetzt nur der Fernseher? Nee. Gut. Ich hab immer noch. Was? Wo ist das? Was? Ich hatte gerade eben noch genug Geld. Ach so, weil ich jetzt. Wisst ihr was? Vergesst alles, was ich vorhin gesagt habe. Motherload. Katsching! Nein, nicht Katsching, das wäre nur 1000. So. Wobei ich glaube, das ist eigentlich nichts Soziales, ehrlich gesagt. Egal. Haben. Kinder. Also bei Elektronik war jetzt, glaube ich, alles durch. Ja. Okay. Kinder. Da gibt's Gnome. Und eine Pinnwand. Und Kindermöbel. Und Krimskrams. Und so. Sternkreuzer Spielturm. Joa. Server für Benny. Piff Puff. Doll ist das jetzt aber auch nicht. Deko ist wahrscheinlich auch nichts. Ein Kamin? Ja, gute Idee. Die werden doch alle verbrennen. Wanddeko. Also eigentlich müsste das ja unter Sanitär zu finden. Aber bleiben wir erstmal bei Aktivitäten. So, Aktivitäten. Gartenobservatorium. Nein, ich brauche kein Steampunk-Flugobjekt. Kreativ. Die brennende Tiki-Bar. Nein, ein Mikrofon brauchen wir auch nicht. Schreinertisch. Naja, wäre was für Thorsten. Aber eigentlich nicht. Long Island Bar. Das sind alles Bars. Bars. Habe ich aber Platz für eine Bar? Nein. Hm. Hey. Was ist denn die geilere Bar? Getränkequalität 5, Getränkequalität 7. Das ist doch super. Bleiben wir nochmal bei der 7. So, die Bar. Die war du. Noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt alles mache. Ich verkaufe einfach mal den hier. Stell das Ding. Also die Wohnung könnte jetzt schon schöner sein. Aber das konnte sie vorher auch schon. So, das Ding ist mal dahin. Die Tiki-Bar, jawoll.
auch ganz schön viel Platz. Wie viel Platz braucht ihr? Hier ist doch alles frei. Warum hat er da einen roten... Verstehe ich nicht. Ah, okay, so geht das. Gut. Kann Yosu mal seine fiese Mixenfähigkeit zur Schau stellen. Kühlschrank, Häschen, Blues, Gitarre. Zupfe ein paar Rhythmen auf diesem Baby, um die Welt in ein sanftes Rosa-Rot zu tauchen. Ha. Huh. Klassisches Antikklavier, nein danke. Zukunftswürfel von dunkle Prognosen e.V. Nein. Der ganze Sportkrams. Den Hochzeitsbogen, den braucht man zum Heiraten. Okay. Garten, Pflanztopf. Nö. Sanitär. Bürowaschbecken. Wer braucht schon Waschbecken? Toiletten braucht auch keine. Dusch braucht auch keine. Badewanne. Aber keine dolle Whirlpool-Badewanne. Die ist auch rausgefallen. Danke, Sims 4. Ja, okay. Gib dann halt sonst nichts. Ist ja jetzt. Ich verklopp jetzt die Badewanne hier. Ich habe doch einfach zu viel Geld gemacht. Jet Set Badewanne. Reinsetzen, sofort sauer sein. Spaß 5. Hm. Außerdem unkaputtbar. Eine besonders tiefe Badewanne mit Wellness-Wasserdüsen, um müde Muskeln zu massieren und den Geist zu verjüngen. Prima. Ja, kommt das Ding hier auch noch weg. Und auch irgendwie ein super Spüler, zweifache Freude. Ich weiß nicht, was dieser Titel bedeuten soll. Das wirkt auf mich ein bisschen suspekt, aber na gut. Zack. Oh, noch irgendwas. So, die Computer werden jetzt verkloppt. Zack. Moment, der war, glaube ich, ganz gut. Hm. Eigentlich wollten wir doch Sex in dieser Folge haben. Und jetzt mache ich hier... Jetzt mache ich hier ein Shopping-Spree. Naja, egal. Beides gleich gut. Nein. So. Irgendwann ziehe ich einen zweiten Stock ein. So, jetzt gehen bitte alle erstmal schlafen. Ja? Hm? Keiner weiß, was er zu tun hat. Das, diese Tiki-Bar. Sie brennt einfach in der Küche vor sich. Das kann auch nicht schief gehen. Bisschen albern ist das schon. Oh, das... Oh Gott, das ist so ein großer, leerer Raum. Einfach, da muss zumindest mal ein Teppich hin. Das geht ja sonst gar nicht. Ein großer, schöner Mondteppich. Nein, das ist hässlich. Auf den Punkt, nein. So, mehr Teppiche? Irgendwas Dolles. Das ist abgesperrt. Moderner Teppich... Nee, das war keine gute Idee. Brillantes Brokat. Nee, Meridian. Nee. Irgendwas, was auch mal da reinpasst, wäre ganz nett. Nee. Nee. Ha. Ha. Hm. Naja, da haben wir es doch. So. Zack. Ist nicht so schön. Viel besser. Ja gut, ich weiß auch nicht. So, das Fenster regt mich hier nochmal ein bisschen auf. So.
Okay. Alle freuen sich, die Einrichtung ist toller. So, alle gehen schlafen. Herrlich. Die Leute reden da schon miteinander. So. Verrückt anfunkeln. So, funke ihn nochmal verrückt an. Muss irgendeiner von euch morgen zur Arbeit? Ja. Aber scheiß drauf. So, ihr werdet jetzt erstmal ausgebaut. Tag verschönern. Von Herzen kommt das Kompliment. Tag verschönern. Umarmen. So, noch ein paar geekige Themen einwerfen, Kompliment über Outfit machen, dein Bademantel ist wunderschön. Mehr Auswahl. Freundlich. Willst du mir Ingenieure erzählen? Solche wie dich! Josu, integrier dich. Setz dich, Henrian. Und bewundert bitte diesen wunderschönen Teppich, den ich kredenzt habe. So, mit einmal ein bisschen anbändeln hier. Da geht's reihum. Radish, Capsuturibs. Bolido, hoho. Oh, Radish. Fest eine Geschichte erzählen. Yes. Klopf, klopf, Witz. wer will nicht morgens um 4.30 Uhr einen Klopf, klopf, Witz hören? Yipsi. Radish. Nar, Radish. Oh, Vadish. So. Geht schlafen, wenn ihr es für richtig haltet. Mr. Nagi! Ich habe gehört, Sie sind wach. Na, er denkt an Gestank, an stinkende Stiefel. Denkt er etwa, dass er selber stinkt? Nein. Okay. Okay, er steht auf und setzt sich an diesen Stuhl. Gut. Und Josu steht auf und setzt sich an diesen Stuhl. Okay.
So, wo sind denn eigentlich die? Für Romantik ist es noch zu früh. Aber was ich eigentlich suche, sind die Geek-Sachen. Aber, Clark. Bluido. Hoho. Oh. Mobsy. Yibs. Mr. Nagi, setzen Sie sich. Nehmen Sie an dieser Unterhaltung teil. Stun Weba, Sappen Quarjabin, Shimre, Lonsum Sardi, Yanoborp, Freenip, Gunga Day. Okay, Yuzu geht ins Bett. Und Rian setzt sich mal wieder auf einen anderen Stuhl. Bibba, der Arf. Ha. Oh, Narfa. Buna, Wibbis. Watuni, Sepsitol. Ish. So, Terif. Ach, Thorsten. Geh doch mal. Ja, nicht um Hilfe schreien, auf Klo rennen. Mir fällt ein, die Dusche, die er verbessert hat, ist er jetzt verkauft. Naja. Und er setzt sich wieder auf einen anderen Stuhl. Die Intelligenz dieser Sims ist so herausragend. Na, auf welchen Stuhl setze ich denn jetzt? Na? Hm? Ja, auf den da wieder. Na? Na? Setze dich hin? Na? Hm? Oder auch nicht. Doch, setze dich hin. Mr. Nagi steht auf und setze sich jetzt auf diesen Stuhl hier. Auf den. Was ist hier los? Na, zum Glück können die multitasken, sonst wird das jetzt alles ewig dauern. Ich hatte ja eigentlich vor, diese Folge Rosebud zu nennen, aber ich glaube, jetzt gehe ich doch lieber zur Reise nach Jerusalem. So, ihr könnt über Schriftsteller reden. Yibs, Tombra. Una. Should we tour? Yeah. Ew, Mackin. Mimic, you jossa. Ubi. Sabara. There's Una. Quest. Oh, jetzt. Haare steht auf. Fängt sofort mit den guten Sachen an. Das sieht echt spannend aus. Sieht aus, als würde es viel Spaß machen. Okay. Ja, ja. Und er nimmt die Steine und tut sie wieder nach unten. Wahnsinn. Orb. Nurchel. Lubit Nurnawaj. Klets. Philbar. Athena. Er muss jetzt eigentlich noch eine unverschämte Geschichte erzählen. Absurdes Gerücht verbreiten. Shabidaza. Mich. Roboterinvasion beschreiben. Auch gut. Seriously. Jetzt Kinect sieht spaßiger aus. Oh, Dan muss in einer Stunde zur Arbeit sein. So richtig ausgeschlafen ist aber nicht. Wie kommt das nur? Es ist fast so, als hätte er die halbe Nacht mit den anderen Leuten durchgelabert. Warum schläft er über der Decke?
Ich kenne Leute, die mit Händen über der Decke schlafen, aber... Hm. Na gut. Ich fürchte, Dan wird zu spät zur Arbeit kommen. Oder ich wecke ihn gleich auf. Oder er wacht von selber auf, das ist auch okay. Harris? Harris, was hast du da an? Moment, stopp. Halt. Was? Was ist das? Und warum hast du einen Ohrring? Nö. Weiter geht's. Oh, ihr beide könnt euch jetzt unterhalten, bis ihr schwarz werdet. Wobei, Rian muss, glaube ich, irgendwann mal schlafen gehen. Ein bisschen. Tschüss, Dan. Benjamin. Setz dich doch. Man muss so zur Arbeit. Dauert noch. Ach, 2 Tage durchlabern. Herrlich. Jetzt musst du nur noch Joso aufstehen, um das Essen zu machen. Warum ist der eigentlich? Weißt du was, Joso? Du musst nicht mehr schlafen. Räum mal auf. Und dann mach Essen. Du Sau. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Ja, du könntest eigentlich mal wieder was Normales machen. So zum Frühstück. Da kann man auch mal wieder ein Chili machen. Partygröße. Los geht's. Thorsten hat endlich mal die Logikfähigkeit erworben. Benny, jetzt spiel doch mal mit. Oder auch nicht. Dafür musst du nicht aufstehen. Wo gehst du? Nein. Ah, das alte gilt doch gar nicht mehr. Harris bemerkt, dass alle grinsen und lachen, aber wenn er sich nähert, werden schnell alle Chatfenster geschlossen. Er kann vorgeben, nichts zu bemerken oder sein Team zur Rede stellen. Benehmen ignorieren. Gute Chefs wissen, wann man sich raushalten muss. Was auch immer der Witz war, er wird in Vergessenheit geraten und Harris freut sich, dass die Kameradschaft in seinem Team wächst. Yes, ich habe alles richtig gemacht. Und danach kann der Joso ein paar Getränke zubereiten. Saft on the rocks! Zuckerzunder, Brender, Vollmund, Salzer, Rabatz, Orangiade mit Pfiff oder der Richport. Richport klingt eigentlich ganz gut. Verrückter Brief. Dieser verrückte Brief muss ein Scherz sein, oder? Mister ist sich ziemlich sicher, von einem Internet-Scherzkeks veralbert zu werden, doch es gibt keine Methode, um das mit Sicherheit festzustellen. Wenn er den Brief veröffentlicht, wird das seine erfolgreichste Kolumne aller Zeiten. Er kann den Brief aber auch ignorieren, um auf Nummer sicher zu gehen. Hm,
den Brief veröffentlichen. Mr. antwortet dem anonymen Promi, der sich in sein eigenes professionelles Double verliebt hat, doch die Leser zweifeln an der Echtheit des Briefs. Noch schlimmer ist, dass sie nun glauben, alle seine Briefe seien verfälscht. Menno, es geht doch nur um eine Kolumne. Ach, der Mister. Kriegt doch gar nichts gebacken. Jipsi, für dich. Dich, Bo? Jipsi, es ist schön, Moo. Krobe, sei gut. Nerdet rum. Befehle euch, herumzunörden. Danach redet ihr über Geschicklichkeit. Und über beste Kapitäne. Danach nochmal über beste Kapitäne. Und dann von einer neuen Show. Und danach macht ihr ein gemeinsames Foto. Das kommt dann in die Pinnwand, die man nicht sieht, weil die Wände standardmäßig auf runtergetrimmt sind. Moment, da hat man ganz kurz die Pinnwand gesehen. Ich mach das nochmal. Da ganz kurz. Okay. Hallo, Gwenji. Ja, Herr Ozu, was machst du jetzt mit dem... Was tust du? Warum naschst du die ganze Zeit? Stell das hin! Achso, er ist im Stehen. Okay. Du solltest eigentlich hinzubereiten. Der Rest gehört nicht... Was tust du da? Warum stehst du da nackt? Okay. Sims sind merkwürdig. Chote. Macht ein Foto. Yes. Anji. Yazif. Brunepe. Yeah. Thorsten ist glücklich, aber ist das jetzt der Freundeszustand eigentlich? Ich weiß es nicht. Mehr zu kommen, das Kompliment machen. So ein neuer Showschwärm. Weltraumschwärm. Danach nochmal die Kapitäne. Beste Freunde! Yeah! Ich weiß nicht, ob das dann nach... Ob sie dann automatisch Romantik machen, weiß ich noch nicht. Wir werden es sehen. Eine Analogie fürs Leben. Man redet über Lappalien und wird dadurch beste Freunde. Oh yeah. Sogar die Musik ist simsisch. Cool. Trink den Richport. Schön morgens. Nein, um 14 Uhr in der Küche stehen, an der brennenden Tiki-Bar. Drink genehmigen und dazu tanzen. Yozu in Aktion! Warum ist er ihm nachgelaufen? Warum ist er ihm nachgelaufen? Thorsten, warum bist du ihm nachgelaufen? Thorsten, warum bist du ihm nachgelaufen? Man kann auf dem Stuhl ein faules Nickerchen machen? Okay. So, ihr schafft es heute. Ihr werdet die allerbesten Freunde.
Jose setzt sich dazu. So. Meine Güte. Maypick Yimbara. Oh. Mobsy. Squarble Tarbahe Farbina. Beste Freunde werden. Es wird Zeit. Afflin Wadida. Oh. No. Lerfy, Lerfy. Woohoo! Planky Zenga. Yeah! Beste Freunde. Strum, strum. Garsha, garsha. Flagge! Betruse. Jessene, Klonka, Slobana. Wieso bist du schon wieder hin? Was tust du? Philbar! Computer-Stuff, okay. Fina! Fanning, Krabbe. Grelmeep. Fwiffa im Ball. Bobinef. Nor Chibi. Freunde werden ist ganz schön harte Arbeit. So, terrif. Perbachalif. Isbaniba Whelm. Pator. Tinoba Zwang. Goni. Bor. Oh. Rugi Payun. Genuix a Flan. Ich glaube, so wird das mit der Romantik nicht. Rian, was machst du da? Was soll das sein? Setz dich dazu. Shibo! Es ist neu, Herr Grieb! Ich werfe nochmal einen Blick auf die Uhr. Ach, diesmal wird's mit dem. Mit der Romantik knapp, aber beim nächsten Mal. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie ich dann anscheinend. Weil sie ja von selbst nicht mit der Romantik loslegen. Ich könnte natürlich einfach mal den. Moment. Romanze ansehen. So. Halt. Was ist das da eigentlich? Was ist das? Was ist. Was? Steht das Ding jetzt im zweiten Stock? Ah! Was? Habe ich ins. Ich. Wo ist das Ding jetzt hin? Moment. Okay. Hä? So, ihr werdet jetzt alle gleich ganz schön. Eine Romanze gucken. Gemeinsam. So. Alle. Jetzt geh auch schlafen, wenn du unbedingt willst. Kanal schauen. Nein, den aktuellen Kanal. Da läuft doch die Romanze, oder? Ja, gut. Harre schläft in seinen Pimp-Klamotten. Du klippst.